Hallo, hier ist Harfensänger die Antje. Und ich habe beim letzten Mal, wo ich gezeigt habe, wie ich die Saiten drauf gemacht habe, die Kamera so blöd eingestellt gehabt, dass man es gar nicht richtig gesehen hat. Deshalb gibt es jetzt mal ein Hochkantvideo, dann sieht man es nämlich hoffentlich vielleicht. Ich möchte euch exemplarisch an der einen Seite, die mir gerissen ist, nochmal zeigen, wie man eine Saite neu draufzieht. Das war die Seite hier, die H-Seite. Da hatte ich eine zu dicke Seite drauf und die ist mir geknallt. Das lässt dann einen fürchterlichen Schlag, passiert aber an sich nicht großartig was. Die Seite, die ihr wechseln wollt, wenn die natürlich, wenn die gerissen ist, dann habt ihr hier meistens Reißzwecke in diesem Bereich hier, also über dem Steg. Dann nehmt euch eine Zange und wickelt die ab und zieht sie raus, passt ein bisschen auf eure Augen auf. Wenn die nur gewechselt werden muss, ist es eigentlich das Einfachste, weil ich dann nämlich weiß, wie viele Umdrehungen ich raus muss, bis das Ding, damit ich es nachher wieder ordentlich reinmachen kann. Beim anderen müsst ihr ein bisschen beim Nachbarwirbel gucken, wie viel ist denn das? Es ist ein bisschen Übungssache, sage ich jetzt mal, ja? Also, ihr wickelt die Seiten ab, indem ihr sie festhaltet. Ihr haltet sie deshalb fest, damit das Ding hier unter Spannung bleibt und ihr seht, wie viel ihr den Wirbel rausdrehen müsst. Ja? So, jetzt bin ich hier fast am Ende. So, jetzt steckt es nur noch hier an der Seite drin und ich brauche es nur rausziehen. Ja? Diesen Hodel. Den kriegt ihr zwar durch die Harfe durch das Loch da hinten, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Wenn ihr die Seite wechseln wollt, landet das Ding sowieso im Müll und dann könnt ihr sie auch abknipsen. Ja? Abknipsen, da hinten rauslassen, durchziehen und ade und tschüss. So. Die Seiten, die ich mir gekauft habe, habe ich so ausgewählt, dass die eine Farbkodierung haben. Ich zeige euch das mal. Ich habe euch ja gesagt, das sind Gitarrenseiten. Es gab Irritationen, weil ich beim Video gesagt habe, das und das seien E-Saiten. Also das bezog sich auf die Gitarrenseiten, weil da ist die tiefste und die höchste Saite nun mal ein E und kein G. Hier seht ihr. Ich hoffe, dass man das sieht. Diese Ringe haben verschiedene Farben. Es gibt Gold, es gibt Rot, es gibt Schwarz, es gibt Grün, Lila und Silber. Die sind immer so Zweierpäckle drin. Und die sind nach Größen sortiert sozusagen. Und auf der Tüte dieser Seiten steht drauf, wie die nacheinander kommen von der Stärke her. Die goldene ist die dickste, das ist die hier, die auf der tiefen Seite drauf ist. Die rote ist der nächste Bereich. Dann kommen die schwarzen, die hier, das ist dann hier. Und die grünen, von denen habe ich ziemlich viel gebraucht und da hatte ich eine zu wenig. Also ich brauche jetzt eine mit dem grünen Ring. Dann gibt es die lilanen, die sind hier und die silbernen, die sind da oben. Der Vorteil, habe ich gedacht, ist, wenn ich feststelle, irgendeine Seite ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, welche Seite ich vielleicht nehmen muss. Und wenn ich eine wechsle, weiß ich genau, welche es war, weil von hinten sieht man die Farben ja. Ja? Also da brauche ich jetzt hier brauche ich eine G-Seite, eine grüne. Nehme ich mal diesen Zweierblock mit den Grünen, ja, die sind dann da so drin. Dann wickelt man die ab. Ja. So, dann habe ich hier zwei Seiten, eine grüne und eine schwarze und ich nehme mir die grüne. Dann hänge die schwarze mal irgendwo hin, dass sie aufgeräumt ist. So, jetzt gehe ich nach hinten. Hier muss er rein. Fädel die mir hier durch.
Dieses Geräusch kommt von der Umwicklung, ja? So, dann lege ich sie mir hier rein und ihr erinnert euch, einen Finger lang. Ich glaube, das sieht man diesmal, gell? Einen Finger lang, da knipse ich sie mir ab. So. Dann nehme ich meinen Stimmschlüssel, ich stecke die Seite, die war hier in einem anderen Loch drin, also ich weiß noch ungefähr, wo sie war, immerhin, hier rein, in den Wirbel, mache einen Knick. Das sind ja Stahlseiten, das heißt, dieser Knick, der hält, da braucht ihr keine Angst haben. Es quietscht ein bisschen manchmal, wie ihr hört, und dann wickel ich das Ding auf. Diese Wirbel haben ein Linksgewinde, das heißt, wenn ich nach gegen den Uhrzeigersinn drehe, wird es gespannt. Kennt ihr ja eigentlich vom Stimmen, solltet ihr kennen. So, links hier ist jetzt ja die tiefere Seite. Das heißt, wenn ich die Seite so weit spanne, dass sie den linken Ton hat, weiß ich, die ist nicht zu hoch, ja? So, jetzt muss ich zwischen die und die. Ja, das heißt, ich kann mir auch einen Parallelton holen. Das ist ein B. Das dauert eine Weile, bis diese Saiten sich nicht mehr verstimmen. Aber ich bin eigentlich ganz angetan. Es ist jetzt 2 Tage her, dass ich sie besaitet habe. Und sie hält die Spannung ziemlich gut, also auch die Stimmung ziemlich gut. Der Jürgen unten hat vorgeschlagen, er hätte gerne eine Parallele, also ein Vergleich Normalbeseitung, Gitarrenbeseitung. Ich kann mal probieren, das zu machen mit der Harfe von meiner Freundin, weil die noch die Normalbeseitung drauf hat. Ich weiß nicht, ob die Qualität vom Handy ausreicht, um das rüberzubringen. Ich kann es gern probieren. Das werde ich dann tun. Einfach damit ihr einen Vergleich habt. Gefällt euch das überhaupt? Es klingt anders, also das ist keine Frage. Ich bin nicht ganz sicher, was der Grund dafür ist, aber möglicherweise ist in den Originalseiten ein Block mehr drin. Also das sind sozusagen wie Registerübergänge, dass ein bestimmter Teil der Saiten die gleiche Stärke haben. Die kann ich aber ja nur bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Ton dehnen, bevor es mir um die Ohren fliegt. Ja? Dann brauche ich eine andere Saite. Das heißt, die höchsten Töne kann ich nur mit der dünnen Saite machen, ist keine Frage. Aber ich glaube, es ist nicht ganz regelmäßig. Da fehlt ein, zumindest in dem Bereich wäre es gut, es gäbe noch ein Register, wo noch 4 Saiten so dazwischen wären. Das muss ich ausprobieren, das werde ich mir einfach mal überlegen oder ja, einfach mal gucken, weil genau die Saiten ja die sind, die bei mir immer anlaufen. Ansonsten muss ich sagen, dieser Kupferton von den Gitarrensaiten gefällt mir unheimlich gut. Das sieht richtig schön aus, mir gefällt es. Es lässt sich gut verstärken und es kommt sehr auf eure eigene Spielart an. Also wie setzt ihr eure Töne, wie stark schlagt ihr die linke Hand an? Das entscheidet sehr über den Klang. Also normalerweise sind die Fehlharfen meiner Erfahrung nach sehr basslastig. Also sie sind links wahnsinnig laut. Wenn jemand da nicht aufpasst und ganz bewusst links leiser spielt, dann dröhnt ihr das alles zu. Das wird hier auch nicht anders sein. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, weil das vom Körper herkommt, vom Klangkörper herkommt. Aber wie gesagt, viele Sachen sind da auch Geschmackssache. Für mich ist es jetzt einfach auch eine Preisfrage gewesen und ich fand es einfach interessant auszuprobieren, ob das überhaupt geht. Und wenn das geht, werde ich nämlich dabei bleiben, schlicht und ergreifend, weil, wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich 150 € oder 60 € bezahle. Ich werde, wenn es sich bewährt hat, könnt ihr mich gerne fragen, dann schicke ich euch eine Liste, wie ich es beseitet habe, welche Saiten in welchem Bereich sind.
wenn ihr es mal probieren wollt oder auch wenn euch mal eine Seite reißt und ihr so ein Erste-Hilfe-Paket im Koffer haben wollt, weil dann kann man sich einen so einen Seitensatz reinstecken und dann hat man eine Ersatzseite da, die für, also da habe ich praktisch für die ganze Harfe habe ich dann mit 6 Seiten eine Ersatzseite, ja, was ich einfach auch manchmal eine Beruhigung finde, vor allem wenn irgendein Konzert ansteht oder sonst irgendwas. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt noch mal ein bisschen illustriert, wie ich das mache. Und ihr hört wieder von mir. Ich wünsche euch was, bleibt behütet. Tschüss.